Ja, hallo liebe Freunde der gepflegten Retro Games, hier ist euer Pripple und ich habe für meine Sammlung für die 242 N64 Games, wie mein Projekt ja heißt, die Road to All N64 Games, habe ich wieder ein paar Neuzugänge zu verzeichnen und die will ich euch einfach mal zeigen und dann räumen wir sie auch gleich in meine Kiste ein. Und zwar haben wir dann, fange ich jetzt mal an, gleich hier wieder ein Eishockeyspiel. NHL 99, ja, ich habe es ausprobiert, konnte mal spielen, aber wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft passieren. Dann haben wir Rakuga Kids. Ich habe damals in der Endzone davon gelesen, dachte mir, was ist das für ein Kackspiel? Jetzt habe ich es vorhin mal ausprobiert, fand ich richtig lustig. Also für so Multiplayer-Sessions ist das eigentlich ganz witzig gemacht. Werde ich doch, denke ich mal, noch ein bisschen zocken und ja. Und dann haben wir einen Mega-Kracher, unser Virtual Chess 64, also was Langweiligeres gibt's nicht. Ich meine, ich kann Schach, ich habe mal eine Partie gespielt, aber zwischendrin, wenn eine Figur vom Feld geschmissen wird, diese ganzen Zwischensequenzen, die ziehen sich einfach viel zu sehr. Also ja, das ist, sieht auch aus wie neu, also ist tadellos, die Kontakte waren kaum abgeschrubbt oder sonst was, das Etikett hier vorne, kein Kratzer, nix drin. Also ich glaube, das Spiel wurde selber bei dem, wo ich es gekauft habe, fast überhaupt nicht gespielt. Aber ist verständlich. Ich dachte mir, also wer hat dafür 100 Mark früher ausgegeben? Selber schuld. So, dann haben wir einmal Starshot Panik im Space Circus. Ich habe es vorhin mal ausprobiert. Ja, ich weiß nicht, was ich damit so recht anfangen soll. Ich habe es halt jetzt, aber ich glaube, zocken werde ich das nicht. Konnte jetzt damit nicht so viel anfangen. Dann haben wir ein Spiel, das wusste ich gar nicht, dass es auch existiert. Habe ich auch einfach mal aus der Liste, die ich mir gemacht habe, rausgesucht. Und zwar ist es Cyber Tiger. Ist ein Golfspiel, was irgendwie Lizenz von Tiger Woods hat. Im Comic-Stil mehr, aber ich finde Mario Golf ist da um Welten besser. Gibt es auch irgendwie so super special Boni Items, die man da benutzen kann. Also ich fand's komisch. Ja, habe ich jetzt aus der UK mir herschicken lassen für gutes, günstig Geld. Aber ja, man hat's halt dann, ne? Ja, und zu guter Letzt habe ich noch Shadow Man. Habe ich sogar mit der Anleitung geschickt bekommen. Hier ist sie, ist auch in einer guten Condition, finde ich. Leider keine Verpackung, aber darauf lege ich jetzt nicht so sehr viel Wert, muss ich ehrlich sagen. Weil sonst wird hier alles voll und ich könnte es eh nicht hier in die Kiste tun. Ich habe zwar einen eigenen Schrank für meine OVPs und ja, also Shadow Man kennt man, denke ich auch. Ist auch relativ gut erhalten. Habe ich kurz angezockt, damals hat es mich nicht interessiert gehabt. Jetzt immer noch nicht, aber Hauptsache ich hab's mal. Und zu aller guter Letzt habe ich hier auch noch bei dem Paket ein Game Buster bekommen. Ob der funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ja, werde ich mal sehen, was ich damit mache. Ansonsten, ja. War es das auch schon für dieses Video und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja. So kommen wir immer ein Stück näher auf die vollen 242 Spiele. Bis dahin, euer Pripple.